Hi Leute, hallo, grüß euch, servus und herzlich willkommen in Joe's Webzone. Heute geht's bei mir um den Steamgrave Aromameiser plus RDTA. So Leute, mal ganz kurz vorweg, ganz am Anfang, ich mache das Video gerade mit meiner neuen Kamera. Drum vielleicht entschuldigt, die Kamera hat jetzt ein Display, was ich aufklappen kann, wenn ich ab und zu wegschaue. Ich bin es noch nicht gewohnt, dass ich mich selbst sehe, was ich gerade mache. Drum könnte es passieren, dass ich ab und zu aufs Display schaue. Ich werde es bemühen, ich werde mich immer daran erinnern, dass ich das nicht machen soll. Gut, aber nur kurz weg und vielleicht schreibt es mir auch in die Kommentare nachher, wie es worden ist, wie die Qualität ist, ob sie besser worden ist, würde mich echt interessieren, was ihr dazu sagt. Ich sehe es dann beim Schneiden, wenn es fertig ist, das fertige Video eh. Aber gut, fertig genug damit vor der Kamera. Gut, um wem geht's heute? Um den Steamgrave Aromameiser plus RDTA, 30mm Verdampfer. Echt ein cooles Ding, qualitativ, wirklich hochwertig aufgebaut. Drum hätte ich mir gedacht, starten wir gleich mit der Detailansicht, weil das Video wird sicher ein bisschen länger werden, weil er sehr detailreich ist. Man kann ihm ziemlich sehr viel zerlegen und ich will euch da alles zeigen, was man da machen kann, wie man wickelt, was man beim Wickeln aufpassen muss, weil es könnte passieren, es war schon öfters der Fall, dass er Leuten gesifft hat und drum wickelt man und ich sage euch dann im Anschluss nach dem Wickeln, das Wickeln werde ich wieder ein bisschen flotter machen, aber ich werde das so machen, dass man da auch was erkennt, was ich tue und im Anschluss sage ich euch dann wieder, was ich gemacht habe, warum ich was gemacht habe. Und dann dampft man noch einmal, so wie jetzt. Und wir reden dann noch einmal drüber, über ihn. Und was wir auch noch machen ist, ich bin darum gebeten worden, ihn mit anderen zu vergleichen. Ich habe jetzt das Gerät, was der Abonnent von mir gern gehabt hätte, habe ich nicht da. Aber ich habe mir gedacht, wir machen einen Vergleich mit einem Aromameiser, mit einem Fertigkeuler und mit einem RDA. Wieder die Geschmäcker, wie unterschiedlich der Geschmack vom Aromameiser zu den zwei jetzt ist. Weil der Fertigkeuler hat einen guten Geschmack, der Nunchaku. Und der VLS mit den stehenden Coils ist geschmacklich auch ganz gut. Aber mein Video dazu kennt ihr eh. Kann ich euch in der Ecke oben einblenden, beide. Gut Leute, hätte ich gesagt, starten wir mit der Detailansicht. Und schaut mal einfach, los geht's. So Leute, grüß euch und willkommen in der Detailansicht. Gut, durch die Kamera probiere ich jetzt einmal eine neue Detailansicht, so von vorne mehr kommend. Sagt's mir dann einfach, wie ihr das gefunden habt, ob euch das passt hat, wenn es euch nicht so passt. Wenn euch das andere besser gefällt, dann mache ich das ab dem nächsten Video wieder anders, aber ich probiere es jetzt einmal so. Nur bitte entschuldigt, das ist jetzt für mich alles komplett seitenverkehrt und das bin ich nicht gewohnt, darum kann es da ab und zu passieren, dass ich mich vergreife oder so. Aber wir probieren es einmal, ja? Weil ich denke mal, beim Wickeln nachher, wenn ich im Wickel, seht ihr das sicher besser, als wenn ich immer über der Kammer herumfuchteln muss und ihr seht da erst recht nicht gescheit hin. Gut, fertig. Also in dieser schönen Verpackung kommt der Aromameiser. Da sieht man schon mal, dass das wirklich ein wertiges und gutes Produkt ist. Ja, das merkt man alleine schon, wenn man die Schachtel angreift, mit Magneten vorne gehalten. Es ist einfach ein guter Verdampfer im Mittelpreisklasse, in der Mittelpreisklasse sage ich jetzt einmal. Ich glaube nämlich in Deutschland und Österreich kostet er jetzt noch immer um die 70 Euro eher. Gut, macht man so auf, geht wirklich ganz schön auf, so mit einem roten Samt drinnen ist echt was Schönes. Ich tue mal ein bisschen zurück, zoomen, hopp, falsche Richtung. Ah, weiter geht's nicht mehr, okay. So, holen wir ihn mal raus, den schauen wir sich dann gleich genauer an. Wir haben da so ein großes Waveband drinnen, da haben wir dann noch einen 510er Adapter drinnen fürs 510er Trip-Tip. Da haben wir noch Ersatzschrauben fürs Postless-Deck drinnen und dann noch die O-Ringe, die Spare-Parts, die verschiedenen. Gut, da haben wir dann noch ein Ersatzglas, ein 10ml Glas. So, und da haben wir dann noch, ja, da haben wir dann noch ein, hoppa, so die Beschreibung drinnen, da haben wir so, das ist ein Pickel von innen, ja, ganz lieb, und da haben wir einen Imbusschraubenzieher, der ist dann nachher fürs Deck. Gut, das gehen wir wieder rein, den lasse ich mal gleich heraus, den Imbusschraubenzieher. Die Beschreibung ist jetzt, glaube ich, nichts, was ich jetzt unbedingt zeigen muss. Ihr seht dann, wie er aufgebaut ist, aber das zeige ich euch jetzt eh alles in der Detailansicht ganz genau. Das verwende ich eigentlich ganz gern, das Webband, weil dadurch
ist einfach, falls er umfliegt, er ist doch größer und hat viel Gewicht, dass das dann wirklich, dass das Glas nicht kaputt wird. Weil man kann ihn ja wirklich, Maße haben wir ja, wie gesagt, 30 mm im Durchmesser. Oh, wie scharf. 30 mm im Durchmesser und in der Höhe variiert das von 37,95 mm bis 81,75 mm. Also wirklich über 8 cm kann der lang werden, weil man das ja mit einem 20 mm Glas, da wird der Kamin drinnen nochmal verlängert und dann ist er echt, wirklich, ist er echt so lang. Also wirklich schön lang. Gut, schauen wir uns sich einmal an. So, das ist so verwirrend für mich, ich sage euch das. Gut, ich drehe nochmal im Kreis, da haben wir das Schloss fürs Liquid Control. Das ist echt toll gemacht. Ein bisschen besser hier drin, das Display von der Kamera. Da haben wir dann eben Aromameiser plus RDTA draufstehen. Das da oben für zum Aufmachen, zum Liquid nachfüllen ist mit so schön aufgeraut, dass man das wirklich gut greifen kann. Da haben wir dann noch ein kleines Schloss drauf. Jetzt ist die Liquid Control zu. Und jetzt ist die Liquid Control offen. Wir haben die Airflow ist stufenlos verstellbar ohne Anschlag, also sie dreht sich durch. Aber die Airflow ist echt toll. Wenn es ganz offen ist, hat man wirklich einen richtigen Durchzug. Wie gesagt, also wie ihr mich kennt, mir zu locker. Ich habe sie dann immer so mit so ein bisschen das Loch verkleinert auf die Größe. Und für mich ist das dann immer ideal, so das so zu haben. Gut, was haben wir unten noch draufstehen? Unten haben wir noch draufstehen Designed by BG. Und da haben wir dann noch unten eine Nummer draufstehen, eine, ich schätze mal, Artikelnummer oder Herstellernummer. Gut, machen wir nochmal auf. Strip-Tip geht echt schwer herunter. Also ich wollte schon ein paar Mal runternehmen. Ich habe schon herunten gehabt, habe es aber dann eben hinausgedrückt mit was anderem. Geht echt schwer. Da haben wir zwei riesige Öffnungen zum Liquid nachfüllen. Ich sag's wieder mal dazu, wir kennen zwar den Spruch sicher. Bitte nicht in der Mitte, auf der Seite das Liquid nachfüllen. Das ist dann da noch mit einer Dichtung, mit einer Silikondichtung abgedichtet. Gut, das Deck unten können wir so runterschrauben. Jetzt muss ich euch was fragen, schreibt es mal in die Kommentare rein. Habt ihr das auch schon oft gehabt, dass ihr am Verdampfer einfach nicht aufgebracht habt oder ein Teil von einem Verdampfer einfach nicht aufgebracht habt? Ich habe da vorher gekämpft, dass ich das Deck aufkriege. Das ist Wahnsinn, ich habe mich schon so geärgert, ich habe schon geschimpft und alles. Gut, so, das Deck kann man herunterschrauben. Da haben wir unsere Liquid Control, da sehen wir es auch dann gleich, die Liquid Control. Jetzt ist sie geschlossen. Ah, na, ja, genau, jetzt ist sie offen. Sieht man gleich, das öffnet sich. Und wenn wir es zuschließen, schließen sich die Ringe da hinten. Zack, und so ist es offen. Gut. Das Wickeldeck kann man so herausziehen. Das hat ein Postless-Deck, große Aussparung für die Watte zum Reinlegen, also da kommt genug Liquid. Hopp, Autofokus, wo bist du? Da kommt genug Liquid zur Watte hin, da braucht man keine Angst haben. Watte verlegen zeige ich euch dann. Es sind Inbusschrauben, also mit Inbusschrauben wird es angeschraubt, werden die Coils festgezogen. Da haben wir noch eine Dichtung. Wir haben da, wenn ihr seht, wie sieht man es besser? So sieht man es besser. So zwei so Nasen, so leichte Aussparung, Ausbreitungen. Das ist dann nachher da im Deck, kommt das dann besser hinein, dass das dann sich nicht verdrehen kann. Da hat man da auch, jetzt sehe ich es gerade nicht, jetzt muss ich kurz schauen, selber was bei mir daher schauen. No. Ja, da hat man da auch zwei so Aussparungen drin, dass das eben dann gescheit haltet. Gut, dann können wir das dann da oben noch aufschrauben. Wird da auch mit einer Dichtung gedichtet. Und da haben wir auch wieder eine Dichtung für den Kamin. Glas herunter. Das ist unser Kamin. Den können wir dann nachher, wenn wir ein kleineres Glas verwenden, es gibt auch 5 ml Gläser, dann ist der Ganze natürlich kürzer. Oder mit 20 ml Glas, dann kommt einfach, ich habe es selber leider nicht, aber wir haben ja eh zu viel 20 ml. Aber ich glaube, dann kommt einfach noch einmal so ein Aufsatz noch einmal drauf und dann ist das Ding ganz schön lange. Gut, und die Airflow können wir den Ring auch herunternehmen. Und jetzt haben wir unseren ganzen, so was wo lege ich es her, so. Das ist ein Wahnsinn, das ist so ungewohnt, ich sag's euch. Jetzt haben wir da unsere ganzen Teile vom Aromameiser zerlegt.
hier liegen. Ja, also ein richtig schönes Teil, was wirklich sehr gut zerlegt werden kann. Er greift sich qualitativ sehr hochwertig an. Also ein echt cooles Ding. Also mir gefällt er echt und ich bin richtig happy über ihn. Gut, setzt man wieder zusammen. Also mal die Airflow drauf. Ich zeige euch das jetzt nur ganz kurz ohne Wickeldeck, weil ich brauche das Wickeldeck ja. Dann kommt dann so der untere Deck drauf, dann hat man drin das Wickeldeck. Und dann kommt der Teil drauf, wenn man das RDA benutzen will. Dann kommt der Teil drauf und dann kommt der Teil drauf. Ja, das Glas und den Kamin lasst man weg. Und so hat man dann einen RDTA. Ich, ganz ehrlich, ich habe ihn so noch nicht probiert, weil ich komplett darauf vergessen habe und ich finde es gerade richtig schade. Ich werde ihn so sicher noch probieren. Ich glaube, dass das geschmacklich echt was Tolles ist. Ja? Und dann zum Nachtschwippen macht man ja nur da oben auf. Ich habe das jetzt nicht gescheit festgeschafft, drum. Und dann schwippe ich da durch auf die Watte drauf, schätze ich einmal. Ja, anders kann es ja gar nicht sein. Ja, da durch auf die Watte drauf und dampfen kann schon losgehen. Ich sage euch jetzt schon, der Autofokus nervt mich gerade richtig bei der Kamera. Gut, so, setzt man die Kamera zusammen. Setzt man die Kamera zusammen. Die Kamera haben wir gelegt und in die Kamera haben wir eine Wickelung rein und dann dampft man die Kamera. Oh mein Gott, ich und meine Versprecher und so Botschaft. Aber wenn euch aufgefallen ist, mir ist noch nichts runtergefallen. Also bis jetzt habe ich noch nichts fallen lassen. Ja, Zufall. So, dann schrauben wir zusammen. So, jetzt hat gerade mein Sohn reingeschaut, aber der kleine Schüchterne sieht, ich nehme auf und rennt gleich davon, so halbert. So, schrauben wir zusammen. Aber das habe ich, glaube ich, schon gesagt, dass wir zusammenschrauben. Tobias, brauchst du was? Na? Okay. Gut, so. Das Wickeldeck gebe ich mir auf ein Tab drauf. So, ich hau jetzt coole Coils wieder hinein. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich sie reingeben soll oder nicht, aber ich habe mir dann gedacht, dass ich es reingebe, weil ich habe es dafür im Prinzip von Max ausgemacht, dass ich die bekomme und ich habe sie bekommen. Also von Tasty Ohm Coils wieder, so wie in meinem letzten Video. Ich habe sie eh schon letztens gezeigt. Das sind jetzt die Microfused, das ist die Microfused Coil mit einem Dual-Widerstand von 0,14 Ohm. Holen wir die Coils raus, ich zeige es euch noch einmal, ich habe es euch in meinem letzten Video eh gezeigt. So, sind echt, ich habe es in meinem letzten Video schon gesagt, also verarbeitungstechnisch macht der Coils, also da kriegt ihr wirklich Coils, na, Autofokus, ja, wie ihr seht, das sind echt coole Coils, wirklich toll verarbeitet, also der macht echt eine gute Arbeit. Schaut euch einmal seine Seite an, ich verlinke sie eh wieder. Schaut euch mal seine Coils an. Da kriegt ihr echt ein Produkt, wirklich das, also qualitativ sehr hochwertig und das haltet auch. Das könnt, das habt ihr dann 3, 4, 5 Monate drin im Verdampfer und wenn ihr das ein bisschen pflegt, habt ihr echt tolle Sachen. Gut, Leute, tut mir echt leid, ich verstehe das mit dem Autofokus gerade nicht, warum der nicht so funktioniert, wie er soll. Muss ich da die Hand runterhalten? Ich weiß es nicht. Gut, Leute, die baue ich ebenfalls ein. Los geht's. Ja, dann machen wir das jetzt.
So Leute, grüß euch und willkommen zurück in der großen Ansicht, in der Totalansicht. Gut, ich dampfe ihn jetzt einmal und dann sage ich euch ganz kurz ein bisschen was. Na, haut fette Wolken raus. So Leute, einfach mal ein bisschen, tut mir wirklich leid, wenn das Video ein bisschen chaosmäßig wirkt. Ich tue mir echt schwer, gerade mit der neuen Kamera, mit dem Autofokus, dann mit der Kamera von so vorne hin. Ich habe mich verbrennt, weil ich sogar so, mich sofort, da sieht man das jetzt, dann sieht er wieder der Autofokus, da funktioniert er wirklich wieder nicht. Also jedenfalls, ich habe mich am Daumen verbrennt und am Zeigefinger verbrennt, weil ich das ausglühen, ja, natürlich, bevor die Coils ausglüht waren, waren sie mal mit 0,08 oder 0,07. Glühe ich da aus, bin fertig, denk nicht nach, greif drauf und wir so unterschreiben, verbrenne mich. Also wirklich, Leute, tut mir wirklich leid, wenn das Ganze ein bisschen chaosmäßig wird. Ich werde das üben, das Wickeln mit der Kamera so von so vorne, wenn euch das gefällt, dann behalte ich das natürlich bei und dann machen wir das in Zukunft natürlich auch so. Nun muss ich halt ein bisschen üben. Gut, so Leute, ganz kurz, wir sind jetzt bei 0, die zeigt man 0,13 Ohm an, die Sylon. Das Wickeltap hat man angezeigt 0,14, also wir sind schon in dem Bereich, was TSD-Ohm da angibt, mit 0,12 Ohm Dual. Coils sind, wie wir schon in der Detail an sich gesagt haben und gesehen haben, genial, haben natürlich nochmal ein bisschen mehr Geschmack raus. Ich habe da jetzt das drin, das Infrared Fresh von den Bang Juice Aromen, habe ich vorgestellt. Video haue ich euch in die Ecke links oben, glaube ich, ist links oben rein. Das und das Cola ist ein Cola Cannonball, sind meine zwei Liebsten, von denen wohl alle vier wirklich gut sind. Und das habe ich da jetzt drin und ich dampfe das jetzt einmal da jetzt auf 80 Watt. Man schmeckt da die Früchte wirklich sehr gut raus. Und das Eis, das Frische kommt da, ist da nicht so stark jetzt im Aromameis, aber geschmacklich sehr, sehr gut. Er ist im Ganzen geschmacklich gut. Ich mache den Vergleich jetzt nur ganz kurz, weil mich dein Abonnent darum gebeten hat. Hier jetzt kurz in Nunchaku. Ich mag den Nunchaku, ich mag den Fertigkeulverdampfer geschmacklich sehr, weil es für einen Fertigkeulverdampfer sehr gut ist. Ist geschmacklich auch sehr gut. Die Frische kommt bei dem sogar ein bisschen mehr heraus, aber geschmacklich ist er nicht so intensiv wie der Aromameiser. Und jetzt machen wir das noch kurz mit dem RDA. Der haut natürlich die Frische extrem in den Vordergrund. Da, wohl man, wenn die Frische dann mal verflogen ist, wenn man sich an die Frische ein bisschen gewöhnt hat, dann kommt der Geschmack beim RDA natürlich viel mehr heraus. Wenn die Frische zurückgeht, die Frische unterdrückt den Geschmack schon ein bisschen, weil die sehr stark ist im RDA drinnen. Aber geschmacklich ist ja der RDA ein RDA. Aber der ist geschmacklich wirklich wie ein RDA. Also der ist geschmacklich von der... Mir schmecken sie in beiden sehr gut, im den etwas besser, weil ich da die ganzen Früchte sogar drin besser schmecke. Also er ist geschmacklich, ist der Aromameiser wirklich ein Traum. Es ist mein erster Aromameiser, ich habe leider noch keinen Cup bisher, ich habe einen testen können, ich habe den kleineren testen können, den mit den 25 mm, werde ich vielleicht auch noch ein Video machen davon, kann ein Freund von mir, borgt er mal sicher gerne, hat er mal gesagt. Qualitativ haben die damit einfach ein Produkt gemacht, was wirklich toll ist. Also alleine schon jetzt von der, habe ich noch geschlossen, von der Liquid Control, ist super aufgebaut. Man merkt einfach, wenn man den Aromameiser in die Hand nimmt, da hat man echt einen Verdampfer in der Hand, der was einfach gut ist, der was einfach durchdacht ist, wo jede Kleinigkeit durchdacht ist. Wenn es jetzt angefangen ist von der Liquid Control bis über die Airflow, bis über wie das Liquid zu den Coils hingeht, es ist einfach alles gut. Sei es jetzt nur diese die Rippung da oben jetzt zum Aufmachen, dass man das Liquid nachfüllen kann. Ich mag es einfach. Oder die Airflow, dass man es eben mit dem Schlitz, dass der Schlitz einfach ein bisschen, ihr habt das eh gesehen, ich hoffe, das wird jetzt wieder scharf, den Schlitz, der was einfach ein bisschen kleiner dann wird und dadurch, dass man sich die Airflow viel besser variieren kann. Also ich mag ihn einfach. Ich wollte ihn unbedingt haben und habe ihn mir besorgt und seitdem habe ich ihn eigentlich wirklich
fast täglich im Gebrauch. Ich wollte ihn alleine deshalb haben, weil ich die Cylon gehabt habe und mir gedacht habe, jetzt habe ich die Cylon schon, jetzt mag ich auch einen Verdampfer haben, wo ich 30 mm, was 30 mm ist, wenn ich jetzt schon eine Box habe, wo ich 30 mm Verdampfer draufschrauben kann. Gut, ich dampfe ihn jetzt noch einmal. Ich bin jetzt wie gesagt bei 80 Watt bei 0,13 Ohm. Und da haut er eben wirklich fette Wolken raus. Und geschmacklich, wie gesagt, geschmacklich hat er mich einfach überzeugt. Ja? Geschmacklich macht sie mit dem nichts falsch. Beim Coils verlegen kann ich euch jetzt sagen, Gott sei Dank habe ich heute das gemacht, was ich in jedem Video predige beim Postless Deck. Normalerweise mache ich es nicht so. Ich habe es heute nur zufällig einmal so gemacht. Ich habe heute zufällig, weil ich mir nicht ganz sicher war, die Coils ein bisschen länger abgeschnitten, statt so wie ich es mir gedacht habe. Ja, obwohl ich mir nicht ganz sicher war. Es war gut, weil sie wären sonst zu kurz gewesen. Jetzt waren sie so, jetzt habe ich sie ein bisschen länger geschnitten, als ich mir gedacht habe. Und dadurch habe ich sie mir dann noch nachkürzen können. Ja? Hätte ich sie dort abgeschnitten, wo ich mir gedacht hätte, wären sie mir zu kurz gewesen. Davon gehe ich jetzt einmal aus. So habe ich es mir jetzt so abgeschnitten, wie ich mir gedacht habe, und dann ein bisschen mehr, dass ich einen Sicherheitsspielplatz habe, weil ich mir eben nicht sicher war, und dadurch habe ich sie noch kürzen können und jetzt habe ich sie genau. Schaut einfach, wenn ihr die Coils einbaut, dass ihr da genau bei der Airflow seid, haltet es einfach daneben hin von außen, dann seht ihr das schon, ob ihr wirklich genau in der Airflow seid. Ich richte mir die Coils, immer ziehe mir die Coils natürlich schön zur Airflow hin, dass sie schön gekühlt werden, und dann macht es eigentlich nichts falsch. Schaut, dass die Watte nicht zu locker reingibt, dass die wirklich schön, ich habe das jetzt letztens, kann ich das so beschreiben, dass die Watte so wie ein Scharnitzel kommt im Prinzip, ja. Schön, dass sie schön dünn hineingeht und dass dann oben so ein kleiner Bausch ist, der was das Liquidloch noch abdichtet, aber dass der Wattekanal, der Liquidkanal, wo die Watte reinkommt, dass der auch schön ausgefüllt ist, ja, kompakt, ich sage immer kompakt. Wickeln und Watte verlegen ist ein Lernprozess. Es passiert mir noch heutzutage hin und wieder, dass ich mal einen Verdampfer wickle, einen neuen. Mir ist jetzt letztens zum Beispiel der Berserker gesieft. Ja, das erste Mal, den ich hier habe, er ist mal gesieft. Ich weiß nicht warum, er ist gesieft. Also es passiert sogar mir noch, dass Verdampfer siffen können. Ja, einfach ungedacht, man macht was während dem Fernsehschauen, schaut nicht gescheit und passiert mir genauso. Drum, Lernprozess, macht euch keinen Vorwurf, tut es beim Liquid einfüllen, macht es einfach die Airflow zu von mir aus auch, ja, und den Liquid, den Liquid Control zu, füllt das ein, dass das mal sich ein bisschen Unterdruck, schraubt das zu und dann könnt ihr das ja aufmachen, weil dann kann das nicht so leicht. Dann ist das einfach besser und ihr seid auf der sicheren Seite. Gut, ich dampfe jetzt noch einmal, ich bin jetzt auf 95 Watt, habe ich mal jetzt raufgedreht, ich hoffe, das sieht man diese, also das mit dem Autofokus muss ich erst noch ein bisschen herausfinden, wie das besser funktioniert. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit meinem Video. Gut, ich dampfe jetzt noch einmal, dann machen wir Ende. So, gut, fertig. Leute, wir sind fertig. Ich glaube, es gibt jetzt eh nichts mehr zum Sagen über den Verdampfer. Gut, ganz kurz nochmal, sagt mal bitte, wenn mein Video gefallen hat, mit Daumen nach oben natürlich auch, aber auch wegen der Kamera. Ein bisschen chaosmäßig hat es gewirkt, alles entschuldigt das, ich weiß, es wird besser, ich gewöhne mich an die Kamera, es wird besser, es wird besser, es wird besser, es wird besser. Ich sage mal das einfach auch selber, positiv denken, dann wird es besser. So Leute, jetzt bin ich aber fertig, jetzt habe ich genug Blödsinn geredet. So, wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, abonniert doch meinen, heute wieder was um, jetzt ist das ganze Video nicht passiert. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, abonniert doch meinen Kanal, drückt doch die Glocke neben meinem Kanal, Abonnier-Button, dann werdet ihr jedes Mal informiert, wenn es ein neues Video von mir gibt. Checkt doch mal meine Facebook-Seite, meinen Instagram-Account aus. Die Links dazu sind in der Beschreibung vom Video unten drinnen und bei mir im YouTube-Kanal. Bei den Kanalinfos findet ihr den Link natürlich auch. Und schaut da mal hin, vielleicht gefällt euch meine Facebook-Seite, lasst mal gefällt mir da. Folgt mir auf Instagram, ich poste immer wieder neue Videos, neue Sachen, dann seid ihr vorweg auch schon informiert, was jetzt Neues kommt. Zum Beispiel habe ich jetzt heute gepostet den Juwel Fancier, ist wieder nächstes, teste ich immer ein bisschen, wird ein nächstes Video auch werden von mir.
dann wie gesagt, dann seid ihr da immer vorweg informiert. Empfehlt mich doch bitte weiter, das sage ich jetzt ganz fair, ganz wichtig, empfehlt mich weiter, durchs Weiterempfehlen kommt man ins Gespräch und dadurch lerne mich mehr Leute kennen und dadurch schauen sie mir Leute meinen Kanal an und vielleicht folgen mir dann auch mehr Leute und dann macht man das einfach natürlich noch mehr Spaß und wäre einfach toll, wenn das passieren würde. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten natürlich auch. Ich freue mich über alles, was bei meinem Kanal in die Höhe geht, wo ich einfach eine Bestätigung bekomme, dass das einfach, was ich mache, gut ist. So, jetzt habe ich genug Blödsinn wieder mal für heute geredet. So wie immer am Schluss jetzt, Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Baba, euer Joe. Tschüss, Baba.